Der Freistaat Bayern konnte sein Eigentümerrecht auf dem Obersalzberg lange Zeit nur eingeschränkt ausüben, denn das Gelände stand bis 1995 in der Verfügungsgewalt der US-Armee. Sie nutzte den Obersalzberg als Recreation Area für ihre Soldaten mit Hotel, Golfplatz und Skiliften. Das von den Amerikanern nicht in Anspruch genommene Gelände wurde touristisch genutzt. Hier fuhren die Omnibusse zum 1881 Meter hohen Kehlstein ab, wo Bormann für Hitler ein monumentales Teehaus bauen ließ. Das einzige Nazi-Bauwerk auf dem Obersalzberg, das der Zerstörung entging. Das Kehlsteinhaus, Hitlers Adlerhorst. „1952 wurde die Kehlsteinstraße für den Individualverkehr gesperrt und ein Linienverkehr zum Kehlsteinparkplatz eingerichtet. Mit dem Bus fährt man durch die originale Sperre mit Wachhäuschen. Das ist dem Abriss nicht zum Opfer gefallen und ist heute noch in Betrieb. Jeden Abend verschließt diese Sperre den Zugang zur Strecke des Kehlsteinhauses. 1939 ist die 6,5 Kilometer lange Straße in nur 13 Monaten in den Felsen gebaut worden. Der Weg vom Parkplatz am Obersalzberg bis zum Kehlsteinhaus gestaltet sich zum Erlebnis der besonderen Art. Es ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Der gewaltige Höhenunterschied wird nur mit einer einzigen Kehre überwunden, wobei die steile Nordwestseite des Kehlsteins zweimal durchquert wird. Die Straße vom Obersalzberg auf den Kehlsteinparkplatz ist in ihrer baulichen Eigenart einmalig auf der Welt. Auf dem Busparkplatz angekommen sieht man das Kehlsteinhaus. Es liegt 124 Meter höher als der Parkplatz. Um dorthin zu gelangen, muss man einen Tunnel von 124 Metern durchlaufen. Dieser ist ein mit Naturstein ausgeschlagener Tunnel und führt weit durch das Felsmassiv. Am Ende des Tunnels führt der Weg nach rechts in ein rundes Zimmer. Interessant ist die Decke dort. Rund und aus vielen Steinen gemauert. Weiter geht es in den sehr großen, prunkvollen, messingverkleideten Fahrstuhl. In nur 41 Sekunden fährt der Aufzug weitere 124 Meter in das Innere des Kehlsteinhauses. Ein goldglänzender Aufzug inmitten des Berges, durch den man zum Gipfel der Macht gleichsam emporgehoben wurde. All das eignete sich nur zu gut, um Menschen zu blenden. Zu einem der aufwendigsten Bauprojekte innerhalb des Führersperrgebietes wurde das Kehlsteinhaus mit dessen Planung und Errichtung Martin Bormann, den Architekten Roderich Fieck, beauftragt hatte. Im Sommer 1938, nach 13-monatiger Bauzeit fertiggestellt, wurde es im Namen der NSDAP Adolf Hitler zu seinem 50. Geburtstag am 20. April 1939 geschenkt. Hitler selbst suchte es dann jedoch nur etwa 10-mal auf, weil ihm die Ausflüge dorthin zu zeitaufwendig und riskant gewesen sein sollen. Vor allem soll er kritisiert haben, dass der Aufzugsschacht nicht sicher gegen Blitzeinschläge sei und man einen Überraschungsangriff der Alliierten und ihren Bombern schutzlos ausgeliefert wäre. Wenn auch keine Entscheidung Hitlers auf dem Kehlstein fiel, so steht das Haus doch für den Wahn seines Regimes, steht es für seine Welt am Obersalzberg, wo Pläne für Krieg und Massenmord geschmiedet wurden. Die Bomben der Alliierten im Zweiten Weltkrieg trafen das Kehlsteinhaus nicht.
Auch nach dem Krieg unterblieb die Sprengung des Hauses dank dem bayerischen Ministerpräsident Dr. Hans Ehard. Das Kehlsteinhaus ist daher heute noch in seiner ursprünglichen Form erhalten und wird seit 1952 als Berggasthaus durch private Pächter geführt. Der bayerische Staat hat 1960 anlässlich der 150-jährigen Zugehörigkeit des Berchtesgadener Landes zu Bayern den Besitz in die Berchtesgadener Landesstiftung eingebracht. Die Erträge fließen gemeinnützigen Zwecken zu. Legenden in der Nachkriegszeit, die scheinbar unverzichtbare Verwendung des Eagle's Nest als Motiv in populären US-Kriegsfilmen und die Tatsache, dass dieses Bauwerk zu den wenigen unzerstörbaren Monumenten der Hitlerjahre zählt, hat dem Gebäude eine Prominenz verliehen. Die hat es vielleicht nicht verdient, aber mitunter zu provozieren vermag. Dennoch kann nicht vergessen werden, dass das Kehlsteinhaus Bestandteil einer idyllischen Kulisse war, die über das Grauen jener Jahre hinwegtäuschte. Heute bietet es vielen Menschen nicht nur einen einzigartigen Ausblick auf eine wunderschöne Landschaft, sondern auch die Chance zur Erinnerung und Aufklärung über die Abgründe einer menschenverachtenden Diktatur. Innen ist das Kehlsteinhaus fast noch im originalen Zustand. Bestaunenswert sind noch die historischen Türzargen aus Marmor. Im Oktogon, dem achteckigen Empfangszimmer Hitlers, steht ein Kamin aus rotem Marmor. Der italienische Diktator Benito Mussolini hat ihn dem deutschen Reichskanzler gestiftet. Der Kamin ist an vielen Stellen beschädigt. Trophäenjäger haben im Laufe der Jahre Stücke herausgeschlagen. Insgesamt ist das Kehlsteinhaus ein Luxusartikel. 30 Millionen Reichsmark ließ sich die Partei den Bau kosten, nach heutigen Maßstäben etwa 150 Millionen Euro. Ein Blick aus dem Empfangszimmer in Richtung Watzmann und Co. Bei solch einem Ausblick macht das Essen im heutigen Restaurant doppelt so viel Spaß. Wieder außen. In der Ferne ist ein Kreuz zu sehen. Der Weg zum Kreuz ist an manchen Stellen gut begehbar und an anderen eher sehr schlecht. Aber egal, der Weg ist das Ziel. Nach 10 Minuten erreicht man das Kreuz. Ein Riesenedelweiß ziert die Mitte. Daneben ist eine Anschautafel mit vielen Informationen. Hier wird viel gesucht und gefunden. Andere Gäste sitzen gemütlich auf einer Bank und genießen diese Aussicht. Die Bergstation der Jännerbahn. Das Watzmanngebirge mit dem Königssee an seinen Füßen. Der vordere Teil des Königssees. Der Watzmann mit 2713 Metern ist zwar nicht der höchste Berg Deutschlands, aber der schönste. Er ist das Wahrzeichen des Berchtesgadener Landes. Imposant thront er über dem Berchtesgadener Talkessel. Berchtesgaden wurde dank seiner Sehenswürdigkeiten und Naturdenkmale zu einem Touristenziel mit rapide wachsenden Gästezahlen. Auf dem Eckerbichel, wo Göring und Bormann ihre Privathäuser gebaut hatten, entstand ein monumentales 5-Sterne-Hotel. Das Luxushotel auf dem Obersalzberg war schon bei seiner Eröffnung im Jahr 2005 heftig umstritten. Schließlich ließ Hitler einst an dieser Stelle eine regelrechte Festung errichten. An guten Tagen kann man einen Panoramablick bis 200 Kilometer ins Land bestaunen.
Es blühen bunte und duftende Bergkräuter und Wiesenblumen an den steilen Berghängen. Dank des strengen Naturschutzes kann sich auch der Nächste an der Blumenpracht erfreuen. Der Besuch des Kehlsteinhauses nähert sich dem Ende. Zurück zum Lift, durch den langen, gemauerten Tunnel, wieder nach außen zum Busparkplatz. Noch einmal einen Blick in die Bergwelt, die von hier oben einfach faszinierend ist. Pünktlich bringt der Bus die Besucher ins Tal zurück.